Zurück. Willkommen bei Let's Play Mass Effect mit mir, der Punkt. Back in Action wollte ich eben gerade nicht schon wiederbringen, das habe ich ja letzte Folge schon gebracht. Ja, wieder immer noch dieselbe Aufnahmesitzung, Mikrofon und so weiter, ihr wisst schon. Muss ich nicht schon wieder erklären, mache ich ja schon seit 5 oder 6 Parts. Ja, die Sitzung mit dem leisen Mikrofon wird auch noch so lange gehen, bis wir Noviria geklärt haben. Habe ich mir fest vorgenommen, dass wir das so lange vorproduziere wieder. Schon mal gleich eine Woche oder sowas. Ja. Willkommen zurück. Hey, Han Olar. Sie sind wegen Dänen hier, nicht wahr? Dänen? Erläutere. Dieser Begriff ist mir nicht bekannt. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Wahrscheinlich, weil du einen Anzug hast. Feige Sau. Zieh ihn aus! Warum habe ich gerade gewürfelt? Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Egal. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Nee, Rachni. Die sind doch schon lange tot. Wo sind die hergekommen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Ach Quatsch, die Rachni wollten halt nur die gesamte Galaxie übernehmen und ihr belebt sie einfach wieder. Die Kroganer sind so gut wie ausgerottet. Yay, die Galaxie geht unter. Danke. Jetzt haben wir nicht nur Saren das Problem, sondern auch noch die Rachni. Ich habe gehört, dass sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten sie lebendig da rauskommen? Ich habe sie umgebracht. Wen? Dr. Sun Moore. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filetierten sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Vertraue niemals seinen Vorlos. Sie sind hinterfotzig wie sonst was. Und haben keinen Sinn für Kameradschaft oder Loyalität. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Na gut, dann überlasse ich dir jetzt deinen schmerzhaften. Ja, deine schmerzhaften Vergangenheit. Ich gehe dann Gedanken. Jetzt. Ja. Yeah. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn sie nicht lachen, müssen sie. Ja. Man muss einfach. Tu es einfach. Erzähl deinen Witz. Ich weiß es doch. Meine Albträume sahen früher genauso aus. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Trash-Filme sind auch ganz geil. Vor allem Horror-Trash-Filme. Sie gehören nicht zur Crew. Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass sie nicht kontaminiert sind. Wenn sie eine Todessehnsucht verspüren, können sie auch an der Barrikade Wache schieben. Danke fürs Türöffnen. Schwachkopf. Morons. Dummkopfs. Ja. Hey, Medizin. Können wir immer gut gebrauchen. Lehrer ist nämlich immer noch fast tot. Zack. Setze ich mal ein. Können wir nicht öffnen. Und die lädt sich bis dahin wieder auf. Oh Gott, wir haben ja so viele Kisten, die wir nicht öffnen können. Nur weil wir Lehrer dabei haben. Das regt mich ja so ein bisschen auf. Dum, 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 dum. Bam, ich hab's getroffen. Und nochmal. Und das dritte, vierte Mal wird immer schwer. Zack. Ihre Mission endet hier, Shepard. What? Das werden wir noch sehen, Miststück. Was ist mit Ventrales Mann passiert? Ich hatte keine Erlaubnis reinzukommen.
Er war im Weg. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei! Bang, bang! Ja, na gut, dafür ist Lyra doch ganz gut. Mit ihrer Biotik. Und das war Rex, das kann natürlich auch sein. Oder aber noch eine Asari, wenn man die Kriegerin. Ich warte, bis meine Waffe abgekühlt ist. Bam, da ist sie weg, da ist das Vieh weg. Und da fliegen seine Schrittteile weg. Zack, oh, er hält sich die Beine in den Schritt und kracht auf den Boden. Oh nein, sowas sollte ich nicht machen. Man schießt mir dann einfach nicht in den Schritt. Das gehört sich einfach nicht. Konnte ich gerade irgendwo noch was lesen? Ja. Wir haben Wir haben vier Chemikalien isoliert, die miteinander kombiniert werden können, um dem Gift entgegenzuwirken. Sie müssen in genau abgemessene Mengen gemischt werden. Bei der Zumischung jeder Chemikalie markiert das Gerät die minimal und maximale Menge, mit der es gelingt. Zu wenig oder zu viel ruiniert das Ergebnis. Ja, das hätte man vielleicht vorlesen sollen, anstatt gleich drauf loszuklicken. Upsala, mein Mistake. Ruhe in Frieden. Wir haben dich gerecht. Sie kommen da raus. Sie meinen die Oh, verdammt, ich hab zu würfeln. Dann nehmen wir einfach die 12 vom letzten Wesen, Mal. Die Asari bei sich hatte. Benicia brachte sie mit. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Ich gehe dann jetzt. Und nur deswegen haben wir diese Quest hier gemacht, diese Nebenquest. Na, willst du einen Witz erzählen? Komm schon, erzähl deinen Witz. Oh. Bevor die Verbindung zur Zentrale wiederhergestellt wurde, kam unsere Energie aus Batterie. Der erzählt nämlich, glaube ich, einen der besten Witze, die es gibt. So von wegen, hey, ein Neutron kommt zu einer Disco. Sagt der Türsteher, tut mir leid, nur für geladene Gäste. Ha, Schenkelklopfer. Ha. Oh Mann. Auch bekannt aus Fallout 3. Da sagt das ja auch What's Worse. Ja, der Roboterdiener, sagt der Butler. Bringt diesen Witz auf, wenn man ihn danach fragt. Ach, wie gern hätte ich auch Mass Effect. Quatsch. Genau, wie gern hätte ich Mass Effect Let's Play, wenn ich es gerade Let's Player. Nein. Wie gern hätte ich Fallout 3 auch gerne. Wie gern hätte ich auch gerne Let's Play. Genau. Genauso sinnloser Satz. Lass mich durch. Ich kann ja mit jemandem reden. Egal. Warum ist da ein Ausrufezeichen auf der Map? Ach, das ist da, genau da drunter. Gut zu wissen. Das hätte mich jetzt schon wieder ein bisschen irritiert. Ich wusste zwar, dass ich zu dem Typen hier muss, aber dass das genau hier drunter ist. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Moment. Wo ist mein Geld? Verdammt. Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Alestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Spectre? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein. Nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Yeah, Level Up. Und wir haben wieder verdammt viele vorbildliche Punkte gekriegt. Und dann gucken wir doch gleich mal, ob wir skillen können endlich. Immer noch nicht. Aber wir sehen schon unsere vorbildliche Anzeige. Fühlt sich langsam, ist fast voll. Und unser Abtrünnige, wo wir schon am Anfang gedacht haben, ey, wir werden voll der üble Spectre, ist gar nicht mal so weit gekommen, ne? Ja, dann klein wir erstmal 5 Punkte irgendwo rein, würde ich sagen. Schadensschutz um 19% bis 21, meisterhafter Schildboost. Ja, komm, wir haben gerade die Punkte übrig. Einfach nur, Fitness, Gesundheit verbessern. Einschüchtern braucht man nicht, wie gesagt. Gesundheitsregeneration eigentlich auch weniger. Präzision, Schrotflinte. Ach ja, ich wollte ja bis zum Blutbad, wollte ich ja kommen.
1, 2. Ach, wir kriegen später noch ein Level ab. Das geht schon. Blutbad. Verwandelt den nächsten Gewehrschuss in einen explosiven Partikelball, der den Schaden vervielfacht. Uah. Wir sind einfach nur noch über jetzt. Zack. Was hat mein Squad eigentlich so gekriegt? Weitere Singularität? Hätte ich eigentlich vorlesen können. Erleichtertes Werfen erhöht die Größe und Stärke deines Masseneffektfeldes. Fertigkeiten häufiger eingesetzt werden. Ja, macht er sowieso automatisch und trifft eh nichts. Hä? Warum kann ich denn. Achso, weil ich noch einen Punkt habe, leuchtet das noch. Okay. Das habt ihr nicht gesehen. Wir begeben uns jetzt in den Servicebereich. Und Dirk ist da unten. Wo wir gerade hergekommen sind. Ja, ja, da müsste da unten sein. Weil da kommen wir nicht lang. Da seht ihr schon Kamera, Sicherheitsdrohnen. Da wollen wir nicht hin. Nee. Was gucken Sie denn so blöd? Oder soll ich das hier mal benutzen? Versuch's. Kleiner. Du bist meine kleine Pussy. Nee, Spaß. Jetzt hätte ich Interesse an solch einer Pussy. Ach, Mann. Ja, was wird jetzt wohl als nächstes geschehen, sobald wir in den Servicebereich kommen? Rachni? Nee, da haben wir doch jetzt schon so viele erlebt. Das kann doch nicht sein. Ist ja auch nicht der Ort, wo sie überhaupt alle herkamen und wir einfach da reingeschickt werden und der Wissenschaftler auch sagt so, ja, okay, warum nicht hier bei der Karte? Viel Spaß. Danke. Vielen Dank. Danke für die Blumen. Dann speichern wir hier nochmal vorher. Wow. Er hatte recht. Hier ist wirklich nur Stein und Schnee. Na gut. Gehen wir trotzdem mal rein. Und hier hat jemand Lampen in die Wand geschlagen. Ist auch hübsch. Und hier hinten in der Ecke ist komplett dunkel. Nee, da will ich nicht, glaube ich. Ich habe Angst. Und da haben wir eben gerade schon einen gesichtet. Ein Rachni-Soldat. Ein Einzelner in der ganzen Höhle soll er bewahren. Wow. Davor hatten die wirklich Angst? Verstehe ich gar nicht. Tagebucheintrag aktualisiert. Mal sehen, ob wir vielleicht nochmal so ein Let's Read machen von sämtlichen Tagebucheinträgen und Missionseinträgen. Wenn euch das interessiert. Also momentan ist es eigentlich immer so nebensächlich. Muss nicht so vorgelesen werden. So. Ich würde am liebsten jetzt hier schon die Episode beenden, damit wir im nächsten Part glorreich in den Kampf können. Aber 1,5 Minuten ist noch ein bisschen. Ja, oder ich halte euch jetzt noch so 1/2 Minute hin und dann sagen wir, ja, wir verabschieden uns, aber im Prinzip wisst ihr jetzt schon, dass es vorbei ist. Für die Leute, die es wissen, ne, können jetzt schon abschalten, ansonsten... ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert doch mal, gebt eine positive Bewertung. Guckt doch mal meinen Partner-Channel von Turby rein, also meinem Partner, Kumpel, etc. Freut er sich auch drüber. Der wird in naher Zeit sein 50-Abonnenten-Special raushauen. Was ich ihm auch schon gönne, da er jetzt schon auch seit 2 Jahren oder 3 Jahren dabei ist. Guckt doch einfach mal bei ihm rein. Bis denn. Tschüss.